Ah, hey Leute. Und herzlich willkommen auf dem Players Hub Channel. Wie immer sitzt Johannes. Sind meine Sounds zu laut? Ich lasse es mal so. Wie immer ist euer geliebter Silphi, meine Freunde. Und wir haben ein Problem. Es ist Mittwoch. Ich muss euch voll labern, weil wir beim LOL Talk sind. Und ich muss euch über eine Scheiße voll labern, die ich eigentlich für eine Art Grundgesetz halte in League of Legends. Die aber scheinbar nicht für jeden wirklich ein Grundgesetz ist. Es gibt ja einen Ranked-Game von mir zu sehen, wie eben am geliebten Ranger. Ich spiele gerade Ranger, würde ich unglaublich gerne, ne? Keine Ahnung, was los ist. Für mich wurde er gebufft irgendwie. Ich kann es doch nicht sagen. Aber ja, kommen wir zum Thema. Ja, passt auf. Ich sage euch jetzt das Thema. Danach dürft ihr euch denken, Digga, Silphi, du Bauer, das weiß ich eh. Und danach fange ich weiter an zu reden. Und würde ich euch denken, ich bin doch echt der größte Spasti der Welt. Also nicht ich, sondern ihr. Also passt auf, Leute. League of Legends gibt es jetzt seit 7 Seasons. Ja. Seit Season 4 circa wird League of Legends in eine Richtung gerückt, wo es einfach ein Team-Based-Spiel ist, ja. Das heißt, ihr müsst immer mehr mit eurem Team zusammenspielen. Vor Season 4 war das ganz so, also Season 1, Season 2, Season 3, da war meine Meinung so, die ersten 10, 15 Minuten spielst du für dich alleine, ne? Warte, was da kann man bei uns hier nur den wunderschönen Ring angucken. So, die ersten 10, 15 Minuten spielst du für dich alleine und erst danach ist es für dich wichtig, dass du irgendwie Groups oder was weiß ich auch. So kenne ich mein League of Legends. Jetzt aber ist League of Legends so, seit Season 4, dass Teamplay immer wichtiger geworden ist. Ihr erinnert euch vielleicht noch an eine Zeit, wo es Doppelteleport gibt, oder wo Jungler Level 2 Gangs machen oder was weiß ich auch. League of Legends entwickelt sich immer weiter und der Aspekt des Teamplays wird hier immer wichtiger. So. Aber die letzten Tage vom League of Legends Spiel ist mir eine Sache aufgefallen. Ja, besonders auch in Low Elo, besonders auch in den YouTube-Kommentaren, die ich lese. Und zwar habe ich ja das, den Guide gemacht, wie ihr als Botlane das Game gewinnt. Und natürlich ist es auch so, dass ich mich hier auf mein Team auch verlassen muss. Ihr könnt nicht einfach sagen, Silphi, wie carry ich alleine. Kannst du meistens nicht machen, du bist immer von den anderen abhängig. Und da habe ich natürlich auch gesagt, ey, dein Jungler sollte bei euch sein, wenn ihr die Lane swappt. Dein Top-Laner sollte mit dir swappen im Idealfall. Und ganz oft lese ich auch in den Kommentaren, Silphi, was ist, wenn die nicht swappen? Die Leute haben keine Ahnung, die wollen nicht mit mir zusammen spielen und was weiß ich auch. Dann spiele ich natürlich auch nochmal meine eigenen Games und sehe dann Leute, die beschweren sich, wenn ich als Jungler die Lane einpushe, ja, um effektiv für das Team etwas zu machen. Oder auch wenn ich sage, Leute, kommt her, wir machen jetzt den Drache, scheiß mal auf deine 3 CS, ne? Gerade auch in der Brücke-Analyse, die ich gemacht habe, war es auch so, dass die Tatsache, dass er sich für 4 CS entschieden hat, 4 CS, ja, dem Gegner 2 Kills gegeben hat, plus einen Feuerdrachen, okay? Also, Leute, es kommt vielleicht gerade etwas salty von mir rüber, ne? Das kann sein, dafür auch vielleicht Entschuldigung für diejenigen von euch gestört. Aber ich finde, das ist wichtig, ja. Jetzt merkt euch diese Worte ein, Leute. League of Legends ist ein Teamspiel. Wir machen alle mal Fehler. Das kann sein. Wir machen alle mal Fehler. Wir spielen alle mal Scheiße. Aber im Endeffekt müssen wir auch irgendwo mit unserem Team zusammenspielen, ja. Und egal wie scheiße die sind, Leute, jetzt passt auf. Das ist so eine Mischung aus all meinen LOL Talks gleichzeitig, ne? Egal wie scheiße unser Team ist, solange wir mit denen in-game sind, müssen wir mit denen zusammenarbeiten. Du hast ein Problem damit, dass du ein Flamer bist? Digga, mach das nicht in-game, mach das out-of-game. Guck, passt auf, Leute, passt auf. Das ist ja auch in diesem Game ein gutes Beispiel, ne? Seht ihr diese Wave hier? Die hätte ich einpushen können. Die hätte ich einpushen können. Ich hätte CS bekommen, ich wäre erd gekommen. Irelia hätte getipiert. Oh, scheiß drauf, ne? Ich lasse sie aber so stehen. Ich wäre Teamspieler. Weil jetzt pusht diese Wave in Richtung zu meinem Gangplank hin, ja? Und ich kriege damit einen größeren Lead. Nicht ich als Person, aber ich als Team kriege jetzt dadurch einen größeren Lead. Ja? Das ist ganz wichtig. Also sehr viele, gerade auch in meinem Atlas-Gameplay ist mir das aufgefallen. Nee, warte, war es das Atlas-Gameplay? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ja? Sehr viele denken immer darüber nach, was ist jetzt für mich das Beste. Okay, auch nochmal hier ein Beispiel. Hätte ich jetzt diese Lane eingepusht, schaut mal auf die Map. Die Elise ist oben, die hätte wahrscheinlich meinen Gangplank gegankt, weil ich die Wave wahrscheinlich rechtzeitig komplett eingepusht hätte. Oder die hätte wahrscheinlich noch gefreezed, keine Ahnung. Kann alles sein, der wäre gestorben. Für mich persönlich war diese Entscheidung, es nicht einzupushen, eine nicht so gute, ne? Das war noch relativ viel zu erst, das wäre viel Erfahrung gewesen, wäre viel Gold gewesen. Für den Gangplank ist das eine gute, weil ich dadurch die Kettenreaktion vermeide, dass er hier jetzt nicht stirbt. Und Leute, jetzt passt auf. Wenn irgendjemand in eurem Game aufs Maul bekommt, ja, und ihr wollt ihn flamen, tut das nach dem Game. Weil solange er noch mit euch in-game ist, hat
das, was ihr sagt, Einfluss auf ihn. Das bedeutet, dass wenn ihr ihn flamet und es ihm dadurch emotional schlecht geht, und ich glaube, ich hatte... Mach ich ja dazu nicht im Video, ja? Aber es ist so, League of Legends ist einfach ein emotionslastiges Spiel. Es ist so, ich habe meistens das Gefühl, ich kämpfe häufiger gegen die Emotionen meiner eigenen Mates als gegen den Gegner. Ist nur ein Gefühl so von mir, ne? Kann natürlich auch sein, dass ich mich irre, kann auch sein, dass wir nur so rüberkommen, aber so fühlt es sich an. So, ich habe meistens das Gefühl, ich spiele häufiger gegen die Emotionen meiner Mates als gegen die, als gegen den Gegner. Und wenn ihr ihn flamet, dann kümmert ihr euch darum, dass sein emotionaler Status weiter nach unten geht. Und ihr tut euch damit selber nichts Gutes. Ja, ihr könnt vielleicht etwas Druck rauslassen, es ist vielleicht jetzt im Moment gut, aber auf Dauer gesehen ist es nichts Gutes. Es ist so ähnlich wie mit dem Scheiß, der auf der Toplane passiert ist. Hätte ich die Wave gepusht, wäre es für jetzt, für den Moment, geil für mich gewesen. Aber auf Dauer gesehen wäre es nichts Gutes gewesen. Gangplank wäre gestorben, Irelia hätte ihn gesnowballt, und er hätte wahrscheinlich gar nicht mal recovered in dem Game. Ich glaube, er recovered sowieso nicht in dem Game, aber das ist irrelevant, ne? Denkt immer darüber nach. So, jetzt passt auf. Wenn jemand von euch behind ist, weil er auf Small bekommen hat, was jedem passieren kann, Leute. Jeder von uns hat mal ein Spiel, wo er bad ist. Jeder von uns hat mal ein Game, in dem er ausrastet. Und jeder von uns hat vielleicht auch mal ein Game, wo er emotional auf einem scheiß Level ist. Ich kann euch jetzt zigtausend Beispiele sagen, ne? Aber das Wichtige ist es doch, sich zu helfen, wenn man mal so einen scheiß Moment hat. Natürlich geht das Ganze nicht immer, ne? Dagegen sage ich auch nichts. Ey, da war noch was, das wusste ich gar nicht. Was dann einfach auch daran liegt, ne, dass die Situation es sich vielleicht nicht gibt. Vielleicht kannst du der Person nicht helfen, einfach aus dem Grund, weil er ist zu schlecht, sein Matchup passt nicht, der gegnerische Jungler ist da, was weiß ich auch. Und ich hatte auch heute mit meinem Team, also ne, mit meinem Mädels-Team ein Gespräch, wo ich darüber geredet habe, dass, also gerade zu meiner Midlane hin, dass Midlane Priority eine der wichtigsten Sachen in League of Legends gerade ist. Ja, warum ist Midlane Priority wichtig? Wer die Mitte kontrolliert, also ne, wer die Midlane kontrolliert, kontrolliert auch das Spiel. Das ist einfach so. Also das ist jetzt nicht nur Zeit, sondern für Midlane, das was ich sage, ne? So, und meine Midlane hat lange gebraucht, um zu verstehen, ja, dass wenn du ein Lead hast, dass es nicht wichtig ist, dass du ihn selber pusht, sondern dass du ihn auf der Map pusht. Passt auf, Leute, wieder ein Beispiel. Ich spiele auch gerade viel Klett, ja? Ich pushe meine Lane ein. Was mache ich? Ich könnte entweder versuchen, die Gegner umzubringen, ja? Oder ich könnte versuchen, die Midlane zu roam. Ja? Oder ihr seid Midlaner, ihr geht einfach top und auf die Botlane runter. Dadurch, ja, fallt ihr selber nicht behind. Ihr habt die Midlane eingepusht, ihr habt euren Farm genommen und ihr geht irgendwo anders ganken. So, angenommen, ihr kriegt keinen erfolgreichen Ganken im Sinne von, der Gegner überlebt. Dann gehen wir mal davon aus, euer Gegner Flashback. Was passiert dann? Ja, ihr habt Druck auf eine andere Lane gebracht, ihr habt jemandem geholfen, ja, das heißt, ihr habt woanders ein Lead geholt und ihr habt selber nichts verloren, weil ihr scheinbar irgendwie immer noch ahead seid in eurer Lane. Weil ihr habt natürlich die Lane eingepusht, das heißt, ihr habt irgendwie eine Art von Dominanz im Normalfall und ihr könnt diese Lane einpushen. Oder ihr geht irgendwo ganken, holt euch einen Kill rein, ihr bekommt selber etwas, einen Kill oder einen Assist, nochmal ein bisschen Erfahrung, ne? Und der Laner, dem ihr geholfen habt, der bekommt auch einen Kill oder einen Assist und bekommt auf jeden Fall die Erfahrung. Und jetzt der Gegner. Der Gegner verliert in dieser Zeit Minions. Er verliert Gold, er verliert Erfahrung, verliert vielleicht sogar Vision. Das kann auch sein. Und das ist wieder so eine Kettenreaktion, ne? Okay, ihr denkt euch, gut, ich hab gegankt, der Gegner hat es dadurch 5 CS, ne, euer Lane hat 5 CS gemacht, einen Kill und sowas, ne? Aber im Vergleich hat er nicht nur 5 CS gemacht, sondern er hat overall einen CS-Unterschied von 10 zum Beispiel aufgebaut. Ja, weil das sind 10 Minions, die dein Gegner jetzt vielleicht nicht mehr bekommt, weil er in den Tower reingeht, weil er dadurch stirbt. Leute, League of Legends ist ein Teamspiel. Hört auf, für euch alleine zu spielen, spielt immer für euer Team. Schaut euch die LCS an, ja. Die spielen dann nicht umsonst zusammen. Ihr müsst nicht immer mit euren Mates kommunizieren. Ihr müsst auch nicht deren besten Freunde sein. Ihr müsst auch nicht mit denen zusammen eine Pyjama-Party machen. Das Wichtige ist einfach nur, spielt mit ihnen zusammen. Gewinnt das Spiel zusammen. Und flamet sie danach, ignoriert sie. Ihr werdet sie wahrscheinlich eh nie wiedersehen. Das war's auch hier so ein bisschen mit dem LoL-Talk, Leute. Ich hatte das Gefühl, dass so ein Video eigentlich gar nicht notwendig ist. Aber ich glaube, ich muss es einfach machen, ja.
Es fickt mich persönlich an, wenn ich so etwas sehe. Gerade auch, weil ich einfach nur Normal Game spiele oder sowas. Oder irgend so ein Deutscher, was meistens die Deutschen, meiner Erfahrung nach, ne? Die einfach nur rumflamen, irgendwelche Sachen nicht verstehen und denken, dass die der Überschritt sind. Und wer weiß, vielleicht kann ich hier auch ein, zwei von euch nochmal verändern in eurem Denken, dass ihr etwas mehr anfängt, auch wie in einem Team zu spielen. In League of Legends geht es nicht um euch, ja, um euch als Einzelperson. Es geht immer um euch als Team. Stellt euch immer die Frage, wie ihr am besten Impact auf die anderen Lanes habt. Aber ja, Leute, das hier war es auch von mir und mit meinem LoL-Talk. Wie gesagt, ich kann vielleicht für einige. Schreibt mir nochmal in die Kommentare so, was ihr jetzt davon haltet. Ich weiß, dass das Ganze könnt ihr vielleicht auch etwas random kommen. Und generell, wenn ihr auch Ideen habt über Sachen, die ich ansprechen kann, schreibt es ebenfalls in die Kommentare rein. Ich bin aber auch erstmal weg, Leute. Tschüss, tschüss, hau dir rein und bis zum nächsten Mal.